Erde, grüß euch. Jetzt ist 7 Uhr in der Früh und ich begebe mich jetzt Richtung Tosch-Genusshütte, um andere Pfeifenfreunde zu treffen. Ich schätze mal, so in gut 6 Stunden bin ich da. Ich melde mich wieder. Pfiat euch dabei. Dann die Session, die wir, glaube ich, gegen Ende letzten Jahres hatten oder Anfang dieses Jahres mit den Pfeifenstopfern. Und jeder hat so gezeigt, was ihm denn so das Liebste ist. Wie soll denn ein Pfeifenstopfer möglich sein, damit er einem richtig gut gefällt? Dann hat es beim Peter immer weiter rumort. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, jetzt machst du dir mal einen selbst. Hab mir eine Stange gekauft, reingeschnitten, grob gemessen, so hätte ich das gerne. Und was brauchst du alles dafür? Dann kam dieses hier heraus. Das ist also ein Buchenholzstück, im Prinzip nichts Besonderes, 15 mm im Durchmesser. Und da habe ich mich mit der Oberfräse hingestellt, da ich ja keine Drehbank habe, mit der Oberfräse hingestellt. Das war durchaus ein bisschen gefährlich, mit der Hand da immer ein bisschen in der Nähe vom Laser zu sein. Zeigen wir die Kuppen. In diesem Stück sind die Kinderkrankheiten noch verbaut. Ja, ich habe dann gelernt, ich habe das benutzt 3 Wochen lang. Und habe gelernt, auf was muss ich achten, damit das möglichst perfekter wird. Und dann kam mir irgendwann der Gedanke, unser Treffen rückte näher mit dem Hintergrund, dass der Ralf Ebe gesagt hat, oh, irgendwas, woran ich mich erinnere, dass wir hier dieses Treffen hatten. Dann habe ich gedacht, komm, dann machst du den Jungs eine Freude und machst denen allen was, dass sich jeder daran erinnern kann. Die Idee ist gut, ist auch fertig geworden. Also ihr kriegt jetzt alle in jeder was, was auch ein totales Unikat ist. Ich will euch noch gleich einen Zahn ziehen. Nächstes Jahr mache ich das. Nächstes Jahr brauchst du eine Pfeife. Rein, ja. Du kannst deine Pfeife klauen. Das war eine irre Arbeit, aber ich möchte jedem von euch etwas schenken. Und es darf sich auch jeder was aussuchen. Es gibt insgesamt 28 Stück. Wow. Früher war Kinderarzt. Jeder hat eine eigene Markung, das heißt also, er ist 1 von 28 oder 5 von 28. Jeder darf sich einen aussuchen und dann kann er den entweder benutzen oder er kann sich zu Hause hinstellen als Erinnerung. Auf jeden Fall hat jeder irgendetwas, an was er sich erinnert. Super. Ja, super. Super, danke. Ja, Wahnsinn. Schaut mal her, was der Peter alles gemacht hat. Der Peter aus Mittelhessen. Der Oberhammer. So geht nur sind wir, so rauch ich auch. Zieh, rauch raus, in ein paar Sekunden rum, Pfeife wieder rein. Ja, ja. So, so geht es bei mir. Dass die abbrennen bleibt, oder der Tabak genau. Glimmen bleibt. Genau. Ja. Und da geht sie sogar mit noch aus. Also Ausgang wird das. Muss irgendwann aus den 70er Jahren sein. Selbst hier die, das ist so ein Kopf. Von Bari, Viking, das sind richtige Blätter. Also ich glaube fast, da geht die doppelte Menge rein. Aber was, wie lange habe ich da jetzt? Schau aus, genau, 1,75 Stunden, dann war es auch vorbei.
Aber da, ihr habt natürlich so einen Kopf. Also eine halbe Woche alt. Nee, das Nett ist ja doch mindestens. So, also, ringfrei, ich dürfte ja gerne zu spielen. Aber drei Stunden, also wie kann man das hören? Ja, und da meint er sogar, ich meine, er ist sogar. Na, hat er das glaubt, er ist ein Neighbor? Ja, das hat er erst ein Neighbor. Und dann hat er das so frei, hat er so einen Ständer gehabt, mit so einem Bohrer. Also wenn das dann der Bohrer so ist, der Bohrer. Na, der hat er so ein Neighbor und so ein Neighbor nicht in den Grund rausgekommen. Das mag ich ja schon mal nachdenken. Und in was für einem Tempo? Jeder Pfeifemacher, wo ich bin, so wo ich so mit unterhalte, und sage, der Pfeife, der Barbie. So, wieder zu Hause angekommen. Hier Regenfahrt, Motorradfahrt hinter mich gebracht. Vom Ralf bis zu mir sind es ungefähr 230 Kilometer. Waren bis auf die letzten 70 Kilometer Regenfahrt. Ja, unangenehme Geschichte, aber was soll's, war es allemal wert. Und ja, danke an Tobias Schäffe, dem Besitzer von Tosch Genusshütte, und Matthias für die Organisation. Dankeschön, und war super, alte Gesichter wieder gesehen, neue Menschen kennengelernt. War schöne Zeit, hat Spaß gemacht, Tabake ausgetauscht. Ja, und auch Erfahrungen. Und ja, so muss es sein, einfach in der Community mit den Leuten in Kontakt treten und ja, die Leidenschaft teilen. Gut, ich hoffe, die Bilderchen haben euch Spaß gemacht, hat euch ein bisschen was vermittelt, wie das da war, und ich wünsche euch eine schöne Zeit dabei und habe die Ehre. Servus, ciao.